Hey, ihr folgt Leute, BG, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit. Ach man, kannst du vielleicht David, die Guardians in der Nähe? Arcado, Tobias und Tim, der kein Internet hat. So, gehen wieder runter. Tobias, wo bist du gerade? Ich krieg voll viel Schaden dadurch. Tobias, wo bist du? Da unten. Hinter dir, hinter die Leiter? Hinter, ja! Hinter dir ist noch eine Tür. Nein. Ja, so, komm mit. Jetzt gucken wir uns zuerst. Wir gehen jetzt mal erstmal die. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die Mittelstadt. So, Alter, du wirst jedes Mal. Okay. Komm mit. Der letzte macht die Tür zu, Julia. Das Lager kennst du ja schon. Lerz, Dings ist eh nicht so interessant. Hey, wir gehen erstmal hier hin. Du findest, du siehst toll. Ja, so. Warte, okay, wir gehen zuerst zur Kirche. Genau, da waren wir noch nicht. Die Kirche sieht nicht so geil aus, die habe ich zugegebenermaßen ich gebaut, sieht trotzdem nicht geil aus. Boah, von innen geht sogar, finde ich. In Ordnung. Ja, ist gut. So. Genau, das möchte ich, wir spielen mit dem kleinen Spiel, Tobias. Und zwar, Tobias, du musst jetzt hier einen Geheimgang finden. Was ist das an der Decke? Was ist das da? Das soll Kirchen, das soll einfach, ja, genau, ist einfach so ein Kirchen-Ding, wo es da. Und zwar folgende Interpretation. Das Gelbe ist die Sommer, die Sonne oben rechts. Das Blaue ist der Himmel, das Grüne ist unten die schöne Wiese und das Rote ist irgendwie ein Mensch oder so. Alter. Ja. Hast du schon weg? Kann man doch so machen, oder? Ja, ich bin weg, aber ich hab keine rechts und links auch eine Erklärung. Nee, rechts und links ist einfach nur so, Post ist zu. Nein, keine Ahnung, so ein Explosion. Neues Explosion. Das so schnell geht hier. Genau, ist Explosion. So, also Tobias, also in dieser unteren Etage, Erdgeschoss. Gibt es einen Geheimgang, den du finden kannst? Und jetzt möchte ich, dass du ihn findest. Ohne aus der Kirche rauszugehen, logischerweise. Also in dieser Kirche drin. Also in diesem Raum gibt es einen Geheimgang. Genau, richtig. In diesem Raum gibt es einen Geheimgang. Ohne dass du der die. Keller führt, ja? Richtig. Ohne dass du die Türme hoch musst. Also, eine Türme sind egal. Also, hier ist egal. Ab hier ist egal. Ich hab doch gesagt, das ist egal. Achso. Locker das Huhn hat was damit zu tun. Ja, easy. Nein, es ist etwas, was immer da ist. Vor allem ist dieser Gang überhaupt nicht geheim. Boah, du wirst ihn gefunden. Boah, geh mal auf den Attacke. So, mach nochmal. Ja, du musst ihn nur finden. Ja, du musst den Knopf drücken und dann geht was auf. Du musst nur finden was. Woher kommt das Geräusch? War das jetzt schon die große? Das ist jetzt schon der Geheimgang, der sich öffnet. Du musst nur finden wo. Oben, ne? Nein. Das ist doch der Keller, Tobias! Ja, noch. Ach so. Ja. Check's ja. Nein! Tobias wird erstmal. Sieht sehr, sehr lustig aus, wie Tobias sich anstellt. Tobias hat sich erstmal einen Block fast zerquetscht. Gib mal bitte die beiden Teppichblöcke. Genau. So, und jetzt auch nochmal. Du musst halt schon sprinten, also du musst schon so ein. Bumm. Oh, ich bin gleich. Sprinten da. Und springen. Wait, du kannst den Block einfach abbauen, den du steckst. Yeah. Einfach abbauen. Abbauen! Linksklick gedrückt halten! Nicht springen! Bau ihn einfach ab! Beziehungsweise so viel ich kann. Jetzt muss ich dich retten, Alter! Ja, yes. Einfach linksklick gedrückt halten! Was ist daran so schwer? Nein, nicht die Blöcke, die brauchst du nicht abbauen. Geh jetzt einfach hier raus, geh einfach hier raus. Du musst ihn weiter schaffen. Nein, Tobias. Weißt du, was wir noch machen? Rausgehen, Treppe hoch, Treppe hoch. Nein. Was? Treppe hoch. Weiter. Oh, ich hab noch ein Leben. Ja, dann geh hoch. So, gib mir die Blöcke, gib mir die Blöcke. Ja, ist in Ordnung, gib mir die Blöcke. Gib mir die, Wollblöcke. Ich hab nur noch. Warte eben. Ich scheiß auf den Keller. Nein, du gibst doch die Wollblöcke, die sind voll cool. Gib mir die Wollblöcke. Hallo, Tim. Ist Internet weg gewesen? Nee, ich bin aus Versehen auf den herunterfahren. Oder bau die Blöcke dahin. Wie kommt man denn bitte aus Versehen da drauf? Ja, ich wollte was suchen. Nein, Tobias! Die Wollblöcke, bau die hier hin! Dann komm ich aber nie da rein. Doch, kommst du, du kommst. Ich glaub an dich. Nein, Tobias, nein, ich glaub an dich. Du schaffst das, wirklich. Schaffst du mal auf, wenn mich die ganze Zeit zu tun? Nein, jetzt mach das. Ich hab nur noch, ich hatte eben noch ein Leben und du schlägst auf mich ein. Ja, kann ich ja nichts für, wenn du zu dumm bist, den Block aufzubauen. So, nah, nicht ich glaub an dich. Warte, ich mach's dir ganz kurz vor, okay? Okay. So. Stand? Ist dir mal was aufgefallen? Was denn? Wie machen wir so ein Projekt, wie zum Beispiel eben eine Farm? Wir sagen, okay, jetzt legen wir los. Aber fast, es war wirklich knapp. Fertig. Ja. Was ist?
Was macht Julian oder so? Ja, das kommt. Kommt schon. Was? Was ist? Nichts. Was ist? Alles gut. Ich hab gerade über mich gelästert. So was, Tobias? Ich hab nur 4 Leben, wenn ich jetzt. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vor allem sind wir echt schnell. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt. Wobei, warte, während du wartest, Tobias. Ich hab grad meine Rumführung perfektioniert. Wir kurz zu den Kirchturm. Warte, welchen Turm? Den Turm. Also danach, nach der Fahrt haben wir echt viel Sand, nachdem wir fertig sind. Wenn wir das mit Glasscheiben machen, die Wände sparen wir jetzt. Oh, Tobias hat's geschafft! Und du kommst theoretisch wieder raus, wenn du den Knopf hier machst. Doch, durch den Knopf hier. Theoretisch. Okay, jetzt kannst du den Gang jetzt reingehen. Das ist erstmal der Verzaubertisch fürs Verzaubern. Kannst du nicht, weil du kein Level hast. Also, die haben halt die ganzen Grundkonstruktionen so gemacht. Weißt du, die Kirche so. Hat in ihrem Keller denn diese ganzen geheimen Sachen? So, kommst du mit? Die Sachen sind für dich erstmal uninteressant. Ich hab, glaube ich, nochmal 10 Stacks. Mitkommen. Ja, okay, dann. So, dann haben wir hier als nächstes noch ein paar Kisten, die sind aber wirklich leer, glaube ich sogar. Gucken, ob ich das hier noch. Hier haben wir dann das Höllenportal. Hey, hier ist meine Katze. Hier haben wir das Höllenportal, da muss jetzt auch nicht reingehen. Das ist nicht mit. Nein, musst du nicht rein. Nicht! Oh, gut, danke. Komm mit. Nein, es gibt noch was anderes. So, Tobias, in diesem kleinen Raum hier, ne, gibt's wieder einen Knopf. Find den. Also nicht ohne Portal und ohne zurück. Was? Diesmal gab es nur einen Ghost. Oh, hat die gefunden. Das hat sich alles. Das ist nicht so schlimm wie das andere. Oh, ich hab drei Gravels. Drei Gravels hat nicht sein. Diese Second Try. So, hier, keine Knöpfe drücken. Keine Frage. Kein Knöpfe drücken. Was ist winzig klein? Nein, Tobias. Oh, ich seh dich. Nein. Warum ist das hier kaputt? Eine Mikrowelle. Nein, es explodiert alles. Warte. Hä, warum ist das kaputt? Gleich mit den, Ja, der Hopper fehlt. Warum fehlt der Hopper? Ich geb dir mal Hälfte. Hä? Da bin ich wieder. Okay, warte, es fehlen zwei Hopper. Warte, Tobias. Das hier ist allgemein die Tränke-Baustation. Theoretisch, wenn es funktionieren würde. Ja, ach, deswegen jemand hat die geklaut. Nach. Wahrscheinlich ich sogar oder so. Warte. Boom. Was ist das hier? Und das ist die Tränke-Baustation. Geh vom links runter. Tränke-Baustation. Geh vom links runter. Da kannst du theoretisch einfach. Wenn es funktionieren würde. Heute. Okay, Tobias, versuch es einfach mal. Komm mit. Tobias, komm mit. Komm mit. Komm zurück. Das hier ist nicht, interessant, was du hier bist. Hier ist nicht interessant. Hier drin ist interessant. Hier. Tobias. Was? Komm mal kurz her. Ich glaube, ich gleich auf einen der Knöpfe zurück. Was für einen Traum möchtest du haben? Stärke, Geschwindigkeit, Unsichtbarkeit, Wasseratmung, Regeneration, Direktheilung, Feuerresistenz, Schwäche, Verlangsamung, Vergiftung oder Direktschaden. Ich mach dann schon mal die zweite. Warte. Verlangsamung, ja, das um andere Leute abzuwerfen damit. Also du kannst auch andere Leute damit abwerfen. Okay, ich hab's jetzt. Bevor du aufdrückst, sag, welche Nummer du nimmst, denn dann verfügst du nicht. Zweites Problem. Welche willst du nehmen? Keine festen Blöcke. Ja, ich hab 7 hier. Keine Ahnung. Am sinnvollsten würde ich sagen, Stärke, Geschwindigkeit, Unsichtbarkeit. Also, wir haben ja hier die 6. Vielleicht noch Dreckteilung und Dreckschaden sind auch noch relevant. Wir müssen den, der nach Osten zeigt. Stärke bringt dir halt, dass du, wenn du jemanden schlägst, mehr Schaden machst. Geschwindigkeit, dadurch kriegst du aber Geschwindigkeit kurz. Unsichtbarkeit macht dich unsichtbar, aber man sieht deine Rüstung. Das heißt, du musst die Rüstung ausziehen, damit du komplett unsichtbar bist. Ist das auf Dauer? Nur für 3 bis 8 Minuten. Also nicht auf den, sondern... Direktheilung, damit heilt sich halt um ein paar Herzen direkt. Und Direktschaden, da kannst du jemanden abwerfen mit, dann kriegt ihr Direktschaden. Wenn du ihn triffst. Warte? Ja, kannst du machen. Warte, lass mir jetzt Sachen einstellen, bevor du draufdrückst. Warte. Den sollten wir dann als Direktheilung. Dann nimm auch ein paar. Hast du gerade was gedrückt schon? Nein. Ja, okay. Ich hatte nichts mitgenommen. So, jetzt kannst du drücken. Direktheilung. Ich hatte halt einen Stack mit, davon habe ich halt ein paar gesetzt. Nice, so. Oh, nimm Furnace und Kohle. Jetzt müsste es eigentlich gleich gebraut werden, genau. Jetzt guck mal hier rein, hier in den Baustand. Rechtsklick auf das Ding. Siehst du, oder? Und Rechtsklick auf das mit dem, auf das gelbe Ding da. Das hier. Guckst rein? So. Siehst du, da ist jetzt eine glitzernde Melone dran und 3 Tränke, richtig? Siehst du? Ja. Okay, genau. Und jetzt gerade werden die Sachen, die du gedrückt hast, du hast ja was gedrückt, dann wurden da vorne ein Mechanismus aktiviert, der alle Sachen hier in diesen Trichter reintut. Jetzt werden alle Sachen langsam nacheinander hier reingefüllt und dadurch entstehen jetzt die Tränke, die hier drin gebraut werden. Nacheinander. So, jetzt hast du gleich einen Heiltrank, aber jetzt noch nicht fertig. Jetzt muss noch das Glowstone-Staub da rein, dann hast du einen Trank, der noch besser ist. Und wenn das fertig ist, dann kannst du rausstellen, dann ist er fertig. Dann kann ich die trinken und dann bin ich weggeheilt. Na, also nee, also ja, wenn du ihn trinkst, anderen, regenerierst du 4 Herzen auf einmal. 1, 2. Okay, ja, das könnte ich auch. Einen nehme ich einfach mal mit. Gerne, bei kriegst du.
Und wenn du rausnimmst, werden Wasserflaschen nachgefüllt, aber die brauchst du nicht. Nimm einfach nur die Direktheilung Tränke raus. Die Wasserflaschen werden dann nachgefüllt. Oh, Lapisblöcke, perfekt. Ja, ich habe einen rausgenommen. Zwei genau. Reichen hier. Ich habe 8 Lapisblöcke, das was? Ist mehr als ich von den anderen. Ja, Wasserflaschen drin lassen. Ja, genau, Wasserflaschen drin lassen. Warte, ich hätte auch in meine. Wenn noch eine hast, wieder reintun, bitte. Weiß ich, ob du noch einen hast. Blöcke. Warte mal, habe ich. Ich habe ein Glas, oder? Ich hab noch Glasflaschen drin. 5 reichen. Boah, hier sind ja noch voll viel Tränke drin. Eure Resistenz. Ich brauch halt nur alle Sponges. Okay. So, Sponges. Ja. Dann können wir hier, glaube ich, auch. Nee, können noch nicht raus. Warte, hier gibt's nämlich noch was. Oh, ist noch ein Knopf. Boah, ich bin so froh, wenn wir das für den Knopf probieren. Richtig! Also, so. Wenn wir Glück haben, hier haben wir jetzt einfach theoretischen Lager mit Tränken, aber hier ist nichts drin. Also nicht wirklich was. Hier ist, glaube ich, keine einzige Attacke. Nee, wir haben halt nicht so viel gehabt, dass wir die das füllen konnten. Von mir ich mich zum Am Anfang war da was drin, aber nicht mehr. Hier ist Regeneration. Okay. Also ein paar sind drin, aber nicht viele. Regeneration brauchst du, glaube ich, nicht zwingend. Also, wir müssen ja auch außerdem den Tempel noch. So, komm mit. Ich dachte, Tränke, die müssten eigentlich leer sein. Bisschen sehr viel. Oh, mitkommen. Du willst nicht alle Kisten nicht suchen. Wenn wir im Liegen holen. So. Hier ist noch nicht ausgebaut. Hier kommen wir zum Bahnhof. Zu einem der Bahnhöfe. Also lass den Liegen irgendwo her. Müsste sogar mittlerweile funktionieren. Aber ist gerade kein Minecraft da, deswegen gucken wir mal weiter. Der passt auch bei mir gar nicht rein, Alter. Weiter. Da kommen wir hier unten zu den Farmen, zu den kleinen. Nicht in die Türen reingehen, das ist nicht interessant, das ist nur der Wartungsraum. Hier unten kannst du reingucken, hier wird jetzt automatisch, ohne dass irgendwas gemacht wird, Zuckerrohr abgefarmt. Ich einfach mitnehmen. Hier ist das. Sakura, ja, kann man einfach mal mitnehmen. Also ein bisschen braucht ich viel davon. Hier werden auch automatisch Melonen abgebaut. Siehst du hier? Nein, hier. Das stimmt hier nicht. Und hier unten kriegen sie kommen auch Melonen raus. Wenn du möchtest, kannst du welche nehmen fürs Essen. Nicht rein, nicht da reingehen. Das brauchst du nicht. Hier rein. Und eine Kiste. Genauso gemacht wie Nein, das ist. Okay. Guck hier. Da werden auch automatisch Melonen abgebaut. Hier, guck unten in die Kiste. Kannst du rausnehmen, die Melonen. Wenn du willst. Zum Essen. Melonen? Ja. So. Melonen essen. Ja, geil. Und hier hinten werden theoretisch noch Kürbisse abgepflanzt, aber nee, das geht noch nicht. Okay, dann denke ich auch, esse ich mal 4 gebratene Hühnchen und 57 Melonen. Hier wurde nämlich gerade eben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hier wurde eben Zuckerrohr abgebaut. Hast du es vielleicht gesehen? Ja, ich kenne die Videos. Genau, und jetzt habe ich wieder Zuckerrohr bekommen. So, hier ist ganz viel Stein drin. Den hat es geklappt. Kommst du mit? Nee, brauchst du nicht. Kommst du mit? Gut. Okay, was haben wir jetzt noch alles? Pui! Boah, wir sind nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Egal, wir machen weiter. Oh mein, also jetzt direkt hier dran zurückgehen. Ich glaube, wir haben es bald. Bei dem neuen Teil. Der hat doch 10 Minuten oder so. Warte, lass ihn nochmal. Das hat ja anscheinend ein bisschen geklappt. Hast du einen Knopf gefunden, Tobias? Ich ja nicht mehr, da kannst du einen anderen Block hinsetzen, aber... Nein, ich habe meine abgebaut. Nein, ich treffe Aber wenn wir das jetzt so weiterführen, müsste das klappen. Warte. Tobias! So. Nee, das ist der falsche. Ah, stimmt. Nee, ich komme nicht dran. Ja. Moment. Kann ich da was gegenwerfen? Nein, ja, du musst einfach, warte kurz. Du musst einfach von hier aus gucken. Da, bums. Nein, das ist jetzt so. Ja, aber genau von der Ecke aus. Ja, ist okay. Und jetzt hier den Spot drauf, das musst du rein theoretisch. Nein! Doch! Nein! Versuch mal. Hörst du, Tobias? Mit der Ecke stehen, drücken. Genau, boah, Tobias ist es geschafft, alles klar. So. Oh. Was machen wir? Müssen wir machen? Ah, er hat es geschafft, schade. Okay. Warte, brauchen wir gar nicht. Komm zurück. Hey, wir können theoretisch weitermachen. Nicht nichts. Komm zurück. Könntest du theoretisch, warte. Komm mal mit. Ja, setz mal da jetzt. Damit, hab ich gesagt. Nicht den. Ja, sorry. Ich wollte was trinken. Falls auch außen rumlaufen. Warum klappt denn das nicht? Wie ist? Guck mal, ob ich. Was drum ums Portal laufen und jetzt find nochmal einen Knopf. Nicht in Nether. Find den Knopf. Hä? Ja. Funktioniert gar nicht. Ja, aber ich hab's genau wie. Hast du gesehen wo? Ja, aber. Vielleicht in den Kommentaren was. Kannst du auch auf Geräusche hören, ne? Ich glaub, da haben auch ein paar drunter geschrieben, dass irgendwas nicht wettert, ja. Ja, hat's gesehen. Weiß gar nicht, ob der Weg noch richtig gut ist. Ja, hier. Weißt du was? Ich baue mich auch nochmal in. Warum ist der Weg so kaputt? Rein und hol die Stämme. Du willst zwar mit der Blöcke rumstehen. Komm mit. Und zwar. Nicht darunter fallen. Womit kann man die am besten abbauen? Nicht darunter fallen. Weiß ich gar nicht. Nicht runter, hab ich doch gerade gesagt. Hoch! Oh, die Right Methode. Ja, okay, hoch! Als. Fuck. Ja, dann guck ich mal, wie das Wasser geht.
So, ah. Aha. Das hätte er ja auch ruhig sagen können, auch da oder irgendwie einfügen können. Okay, so. Jetzt hier hinten haben wir theoretisch einen kleinen Gärten und Hühner, Schweine, Dingsbums. Hier, okay, ich muss jetzt Speedlauf machen. Hier, hoch. 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 Ja! Okay, hier können wir theoretisch aufs kleine Dach, aber ist egal. So, wir wollen jetzt Speedlauf machen. Darf ich alles zeigen. Okay, aber was ich noch zeigen möchte, ist auf jeden Fall das Wohnzimmer. Komm hoch. 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 Ich dachte, dass hier ein Treppenhaus ist. Ja, so. Es waren eigentlich mal zwei Häuser, die wir jetzt verbunden haben. So, da oben der Turm ist egal. Oh, das Bild sieht jetzt gar nicht so schön aus wie vorher. Ein wunderschönes Wohnzimmer, kommst du mal. Das ist ein wunderschönes Wohnzimmer. Das Bild sieht leider nicht mehr so schön aus wie vorher. Das war mal cooler. Welches Haus wurde verbunden? Ist das euer. Nee. Eure Map? Nee. Nee, ist es nicht. Ach, guck mal, du hast auch eine alte Version. Ah, deswegen wird bei dir noch die schöne Map angezeigt. Bei mir nicht. Hier, kommst du mit? Vielleicht erstmal von dem Haus hier. Hey, ich hab auch 1:12. Ja, aber du hast nicht die die Texture Pack Version, die richtige. Ist egal. Da drüben entsteht gleich der Friedhof bald in dieser Aufnahme vielleicht noch. So, dann kommt jetzt aber mit. Okay, wir müssen jetzt rechts speeden. Richtig. Kommst du? Boah, find der raus. Ich glaub, okay, das funktioniert nicht mehr mit den Schwämmen. Draußen oder drin? Draußen. Finde raus aus dem Haus, Tobias. War ein Reim. Mhm. Ohne runterzufallen. Wow. Ich dachte, ohne runterzufallen. Tobias. Ohne runterfallen. Okay. Einmal gefunden. Nein. Toll. Nein, bist du mit? So, komm, du hättest eh nicht runterkommen. So, komm mit, wir müssen jetzt Speedlauf machen. Ich habe keine Lust, noch eine Folge zu machen mit Dings. Hallo, komm mit. Nein, falsche Richtung. Umdrehen. Ja, lang. So. Hier haben wir. So. Rechts haben wir die Stelle. Da werden wir ganz kurz reingucken. Hier, Stelle, Pferde. Oh mein Gott, hat keiner mit gerechnet. Boah, da steht sogar. Das tut doch richtig cool. Tobias, wir haben nicht so viel Zeit, dass wir alles 50 Stunden angucken. Boah, ich hab den Schwemmerraum mit. Bitte sagt, das ist. Hier hinten haben wir kleine Stelle. Das ist ziemlich neu. Die eigentlich nur zweckmäßig sind. Hier haben wir kleine Stelle, die eigentlich nur zweckmäßig sind. Dann kommen wir wieder zurück. So, hier haben wir auf der anderen Seite, das ist Julians Haus. Ich hab's sogar nicht von innen so viel gesehen. Ist immer noch da oben eingerichtet? Nee, er hat mein Kamin-Dings weggemacht, oder? Nee, hat er nicht. Ah, mein Muster. Ah, mein schönes Muster. Das hab ich gemacht. Das Teppichmuster hab ich gemacht. So. Soll das in der Mitte wieder Mensch sein? In der ja. Das ist Jesus, nein. Das ist ein Kristall, das ist ein Diamanten. Schachmatt. Packet, als ob. Hast du? Probier's. Komm mit. ja, natürlich, wir haben nicht viel Zeit, Tobias. Du gehst die Schmiede. Das wiederholst du. Reicht vom Angucken. Was geht hinter dir? Hier, hallo. Nein, hinter dir. Hinter dir. Ricardo. Ja. Hier, ja. Schmiede. So, weiter. Jetzt haben wir jetzt mal gesagt, es geht dann vielleicht noch der Freizeitpark und David's Wohnzimmerplex werde ich dir nicht zeigen. David's Unterdisches Gedöns. Das ist der Sand, das heißt, so. Ich möchte 5 Abstand. Das kennst du ja schon. Rechts ist das, sind so kleine Häuser rein. Oh, fuck it, 5 Abstand. Und links befindet sich bald der Zirkus. Weil man jetzt ja. Man oh, da ja der immer macht alles. Was anderes. Jo. Der macht noch. Links dahinter befindet sich gerade Tims Baugebiet. Das machen wir nicht. Da baut er gerade seine Burg um. Also es klappt echt super, wie der das macht. Hey, du bist Jagdhühnchen, das ist auch interessant. Okay. Aufwendig, die noch zu machen. Und dann muss ich noch eine Sache zeigen eigentlich. Das ist der Freizeitpark.